einer dieser beiden Toaster hat etwas, was der andere nicht hat. Und das ist nicht nur dieses Display auf der Vorderseite, sondern auch einen viel zu hohen Preis. Wir starten eine neue YouTube-Reihe, teuer versus billig, High-End-Gerät gegen Low-End-Gerät. In der linken Ecke haben wir den altbewährten Champion. Das ist ein geschenkter Toaster für den symbolischen Euro vom ehemaligen Arbeitskollegen, also mein privater Toaster von zu Hause. Und in der rechten Ecke haben wir das High-End-Gerät, den Tineco Toasty One. Was glaubt ihr, wer wird dieses Battle gewinnen? High-End gegen Low-End, teuer versus billig? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, um das zu wissen. Was macht den Tineco Toasty One denn jetzt so besonders? Zum einen natürlich der Preis von 339 Euro UVP, dass das schon mal eine Ansage ist. Und zum anderen, dass wir keinen Regler haben, um die Schlitze hoch und runter zu schieben. Aber kommen wir erstmal zum Display, weil das ja schon so das Highlight des Gerätes ist. Wir haben hier vorne ein 4 Zoll Display und auf der Unterseite einen Power-Button, über den wir den Toaster erstmal hochfahren müssen. Und das dauert auch ein kleines bisschen. Primär ist dieser Toaster eigentlich dafür gedacht, dass man eben seine gewünschte Bräunungsstufe einstellen kann. Und das hier zum einen individuell für die Brotscheiben, jeweils links oder rechts, oder auch für beide Scheiben gleichzeitig. Und dann haben wir hier auf der Front die Möglichkeit, den intelligenten Toastmodus auszuwählen. Da haben wir hier einen Schieberegler, der uns auch direkt die Animation zeigt, wie dunkel dieser Toast am Ende rauskommt. Oder wir haben hier die Möglichkeit, das manuell einzustellen, verschiedene Dunkelheitsbräunungsstufen, ob das frisch oder gefroren ist oder ob wir auch einfach etwas nur ein kleines bisschen aufwärmen möchten. Und können dann den kompletten Prozess starten. Zudem kann man, was vielleicht auch nochmal ein Highlight des Toasters ist, man kann nicht nur die Bräunungsstufen aussuchen, wie man sie haben möchte, man kann sich die auch als Favoriten 1 speichern für bis zu 8 Personen. Darüber hat man hier diese kleine Herzfunktion. Jede neu eingestellte Bräunungsstufe bekommt ihr eigenes Emoji. Das muss man sich dann natürlich merken, man kann die nicht benennen. Und dann kann ich hier aber einfach draufklicken und man sieht sofort, okay, die Person möchte gerne beide Toasts genau in der Bräunungsstufe getoastet haben. Um euch das mal zu veranschaulichen, packen wir natürlich auch Toast in den Toaster. Auch dazu sagt ihr der Toast oder das Toast. Das hat schon zu einer kleinen internen Diskussion geführt. Ich sag der Toast, aber gut. Wir stecken den Toast also hier in seine Schlitze. Wir haben unsere Bräunungsstufe ausgewählt und wir drücken einfach mal auf Start und wir sehen noch ein Highlight des Toasters. Der Toast fährt automatisch hoch und wieder runter. Wow. Und jetzt, wo der Toast im Toaster in seinem Prozess drin ist, erkennen wir hier vorne auch die Prozentstufe der Bräunung, die angeblich erreicht wurde zu dem Zeitpunkt. Und das Ganze funktioniert, indem wir hier im Inneren, das sieht man, wenn man von der Seite reinguckt, einen Laser haben. Das ist die sogenannte IntelliHeat-Technologie von Tineco. Die analysiert während des Prozesses euren Toast und analysiert halt eben die Bräunungsstufe und passt dementsprechend dann den Vorgang und die Zeit und die Dauer dessen an. Da fällt halt direkt auch schon im ersten Durchlauf jetzt gerade auf, wir haben die gleiche Bräunungsstufe ausgewählt, wir haben den gleichen Toaster drin, aber diese Prozentzahl läuft irgendwie unterschiedlich ab. Der Laser entdeckt hier also irgendwelche Sachen am Toast und passt eben die Dauer des Toastens automatisch an. Was der Toaster nicht macht, ist, dass wenn jetzt einer bei 100% ist, wie der hier, springt er nicht automatisch raus, sondern es bleiben beide so lange drin, bis beide 100% erreicht haben. Und dann, sobald es fertig ist, kommt die Melodie, der Toast erhebt sich aus seinem Toaster und wir erschrecken uns nicht mehr. Also wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft keine witzigen Katzenvideos mehr geben, die sich vor Toastern erschrecken. So, und jetzt, wo der Toast hier wunderschön fertig getoastet ist, kommen wir eigentlich schon zu den ersten Problempunkten, Kritikpunkten, Auffälligkeiten, die mir während des Tests aufgefallen sind. Und zum einen haben wir hier eben ein sehr ungleichmäßiges Toastergebnis, also das dafür, dass wir den Sensor haben, der uns ja ansagen soll, wie weit das Ganze ist, funktioniert das nicht wirklich gut für die komplette Scheibe. Zum anderen haben wir das Problem, wir sind ja Deutsche, wir mögen ganz viele verschiedene Brotsorten. Wir haben ein sehr begrenztes Maß an Brot, was hier wirklich problemlos in den Toaster reinpasst. Man kann den natürlich durchschneiden, wenn man das möchte, oder man toastet erst die eine Hälfte und dann die andere und dann geht das schon. Aber es gibt auch andere Toaster, die dieses Problem vielleicht gar nicht haben, weil sie einfach längere Schlitze zum Beispiel haben. Wofür der Toaster echt gut geeignet ist, vor allen Dingen durch diese Absenkautomatik, ist, ich habe bei TikTok oder bei Instagram, ich weiß es gar nicht mehr, so ein Reel gesehen, dass man einen Wrap auf eine gewisse Art falten kann und dann kann man den in seinen Toaster packen. Das haben wir ausprobiert und das funktioniert wirklich richtig gut. Dadurch, dass der jetzt nicht rausgesprungen kommt, sondern nur ganz langsam hochfährt, ist das auf jeden Fall sehr viel angenehmer, wenn man da denn auch
keine Ahnung, Käse, Tomaten, was weiß ich, an Füllung drin hat. Nichts tropft raus und nichts springt auch einfach daneben und verbrennt. Ein weiterer Negativpunkt, der mir dann wieder oben aufgefallen ist, wenn wir jetzt gerade das alte Gerät mal hier ranholen, das hat nicht nur den Schieberegler und die Temperatureinstellung auf der Vorderseite, sondern wir haben hier hinten auch nochmal so ein Teil, wo wir einfach Gitter hochfahren können, um Brötchen, Bagel oder ähnliches nochmal aufzubacken, was nicht in den Schlitz reinpasst. Die Möglichkeit haben wir hier nicht gegeben. Es gibt nichts anderes außer eigentlich dieses Display vorne und hier die Krümelschublade, die wir aber auch bei diesem Gerät quasi genau gleich haben. Ja, und dann wird es schon wieder enger mit eigentlich den Pluspunkten dieses Toasters. Stattdessen haben wir irgendwie noch weitere Negativpunkte. So wie ich schon erwähnt habe, das dauert länger, bis der Toaster überhaupt hochgefahren ist. So, wer möchte darauf warten, dass sein Toaster erstmal hochfahren muss? Zum anderen denke ich mir, okay, wenn ich schon so ein Display habe, dann kann man bestimmt auch Doom drauf installieren, weil wo wurde Doom noch nicht drauf installiert? Aber wir haben auch so Dinge wie, wir können hier zwar unsere Favoriten einspeichern, bis zu 8 verschiedene, aber wir haben es ausprobiert und selbst wenn man das gleiche Profil hintereinander weg auswählt, werden die Ergebnisse immer unterschiedlich. Also wir haben gar nicht die Konsistenz, die man sich wünscht, wenn man denn schon bestimmte Einstellungen abspeichern kann. Zum anderen haben wir auch noch festgestellt, wir können hier zwar normalen Weißbrot-Toast drin toasten, wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen dunklen Vollkorn-Toast haben, dann reagiert der Sensor auch schon wieder anders. Wir haben beide gleichzeitig drin gehabt und am Ende brauchte der Weiße irgendwie länger als der dunklere, was für mich irgendwie keinen Sinn ergibt, wenn mit dem Sensor die Bräunungsstufe erkannt werden sollte, dann wäre doch der schon dunklere Toast eigentlich schneller fertig. Ich weiß nicht genau, was der Sensor da im Inneren eigentlich tatsächlich gemessen hat, aber es war auf jeden Fall nicht die richtige Bräunungsstufe des Brotes. So, und wenn man jetzt mal sich überlegt, wir haben hier den geschenkten Toaster. Ich habe ihn wirklich geschenkt bekommen. Ich habe nichts dafür bezahlt, im Grunde genommen, außer diesen symbolischen 1 Euro, den man dann macht. Der liefert auch keine idealen Toastergebnisse, bei weitem nicht. Aber ich habe auch keine 339 Euro dafür ausgegeben. Und dann denke ich mir doch, okay, 339 Euro, da muss dieser Toaster doch eigentlich noch irgendwie irgendwas bieten. Aber wir haben tatsächlich keine smarten Funktionen. Es ist kein smarter Toaster. Wir haben weder eine App, wir haben keine Verbindungsmöglichkeiten, gar nichts. Ich kann hier nichts einstellen, außer den Sachen, die ich hier vorne schon über das Display einstellen kann. Und ich bin eigentlich die Letzte, die voraussetzt, dass bei Küchengeräten unbedingt eine App mit dabei sein muss. Ich habe das auch schon in anderen Videos angemerkt, bei Airfryern etc. Trotzdem, wenn ich schon 339 Euro dafür ausgebe, dann hätte ich eigentlich auch gerne eine App dazu gehabt. Ein weiteres eventuell aber auch nur für uns spezifisches Modellproblem, ne? Das weiß man natürlich nie so genau. Wir haben den in der Küche hier stehen gehabt, wir haben mit recht vielen Leuten zusammen hier eine Toastparty geschmissen. 339, ja. Das ist mehr wert als mein Auto. Tja, fahr demnächst mit dem Toaster durch die Gegend. Und nach so 4-5 Durchläufen kam auf einmal eine Fehlermeldung, dass der Heizdraht defekt wäre. Ich glaube tatsächlich, dass das Gerät einfach zu heiß geworden ist, weil man es zu häufig hintereinander benutzt hat. Trotzdem irgendwie eine Sache, die eigentlich nicht sein muss. Ich erwarte halt einfach mehr von einem 300-Euro-Gerät. Ich glaube, insgesamt muss ich gar nicht mehr so viele Worte dazu verlieren, welcher dieser beiden Toaster für mich jetzt gewonnen hat. Wenn man mal einfach den Preis im Hinterkopf behält, dann gewinnt natürlich der, den ich geschenkt bekommen habe. Hier gibt es ein paar coole Features. Das Hoch- und Runterfahren ist ganz cool. Die Einstellung der Profile ist ganz cool. Visualisierung des Bräunungsgrades ist auch cool, wenn es denn dann auch auf dem Toaster wiedergespiegelt werden würde. Aber insgesamt gibt es einfach so viel bessere Alternativen da draußen. Wenn man zum Beispiel sich bei Amazon die Bestseller anschaut und da mal durchgeht, gerade was die Preise angeht, bewegen wir uns meistens in einem Rahmen bis 50 Euro, vielleicht mal irgendwie 60, 70 Euro. Aber ich habe rumgefragt, ich kenne niemanden, der sich einen Toaster für über 100 Euro geholt hat und schon gar nicht einen für über 300 Euro. Vor allen Dingen, wenn dann doch mal jemand ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat für seinen Toaster, dann bieten die auch eigentlich immer einen Mehrwert. Zum Beispiel, wir haben größere Schlitze, wir haben 4 Schlitze, man kann die einzelnen Temperaturen pro Schlitz einstellen und die auch individuell nur benutzen, statt beide immer gleichzeitig benutzen zu müssen. Es gibt einfach sehr viel bessere Features für aber auch weniger Geld als jetzt in dem Tineco Toasty One. Für mich wird also weiterhin dieses wunderbare Gerät in der Küche stehen, Toast rein, es toastet, Toast fertig. Vielleicht nicht immer wunderschön, vielleicht auch mal nur von einer Seite oder von der anderen Seite, trotzdem immer noch in der Auswahl mein Favorit. Mich würde wahnsinnig interessieren, was ihr denn dazu sagt. Muss es ein Toaster für über 300 Euro sein, der euch das Display bietet mit den Auswahlmöglichkeiten? Habt ihr eine 8-köpfige Familie, die wirklich absoluter Toast-Fan ist und jeder seinen eigenen Spezialtoast haben möchte? Oder sagt ihr, ey, es tut auch einfach ein billiges Gerät für 1 Euro, für 10 Euro. Es gibt das in wirklich super vielen Preisklassen. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Und schaut auch gerne mal in unsere anderen Videos rein.